Und hallo und herzlich willkommen hier in Schnurris Playground. Weiter geht's mit einer neuen Folge von Let's Play Bulletstorm. Die Waffe stand mich mal am Arsch. Das war's. Willkommen in der überwältigendsten Station der Außenquadranten. Du soldische Glücksgefühle durchziehen den gewaltigen Terror Dome mit vollständiger 7D-Genussillusion, um sie und ihre gesamte wunderschöne Familie zu verzücken. Bist du bereit für ein bisschen Verzückung, meine wunderschöne Familie? Absolut. Als ob wir eine Wahl hätten. Oh, schön. Akt 2, Kapitel 2. Der schlimmste Familienurlaub ever. Na, ob das was wird? Träumen und Ängsten, dem Terror Dome. Sehen und staunen Sie angesichts der abscheulichen Grube des mächtigen und schrecklichen Megaton. Der Legende nach kann ein mutiges Herz den gewaltigen Megaton zähmen und sogar kontrollieren. Kriege ich schon was Neues? Oh, ich habe eine neue Waffe. Ja, von mir aus auch das. Magazin. Ja. Was ist das denn jetzt schon wieder für eine Waffe? Hm? Ah, okay. Mit dir habe ich gar keine Munition mehr, das ist ja praktisch. Oh Mann, ich wünschte, es hätte sowas schon gegeben, als ich noch klein war. Ich bezahlt habe. Ich kann mir vorstellen, dass deine Eltern diesen Wunsch nicht geteilt hätten. Naja, egal. Sieht aus, als würde einer fehlen. Ich begreife nicht, welchen Zweck das hier erfüllt. Ach komm schon, willst du mir wirklich erzählen, du hättest keine Lust, hier mit einem dieser Megatons rumzuwilken? Nicht wirklich, nein. Vor allem, weil ich bezweifle, ziemlich... Achso, mit der runterspringen, ups. Weil ich ziemlich genau... Nicht gut. Glaube zu wissen. Was gleich hier passieren wird. Kilowatt. Multipass. Ja, die Standardsachen habe ich inzwischen eigentlich schon drin. Boom. Glück als Verstand von ihm gerade mit dem Achievement, aber egal. So, überall am Blinken, am Leuchten, ich will hier nirgendwo durch, aber... Irgendwo muss ich, ja? Wo ist wer? Sag das doch gleich. Das sagt er erst, wenn ich schon 10 Kilometer weiter bin. Ah, ihr wollt mich wohl verarschen? Nein, da! What? Das ist der schlimmste Familienurlaub aller Zeiten. Wieso das denn? Ich
Jai, wieder hoch. Ich komme, mein Haustier. Sieht sicher aus. Ja, sieht sicher aus. Garantiert nicht. Munition voll. Was ist das jetzt hier speziell? Vierläufige Schrotflinte. Achso, ich hatte die ganze Zeit nur das Ding hier nicht mehr. Ausrüsten, ersetze, rechte Waffe, danke. So. Ich brauche ja was, was mächtig bei der Boom macht hier. Wo auch immer ich jetzt hin muss. Ah, guck mal. Oh. Also Gegner. Welchen davon greife ich jetzt an? Boah. Ich hätte aber auch mich beschwert, wenn es für besoffene Kills keine Boni gegeben hätte. So schwer wie das damit ist zu zielen. Ich mache das ja nicht absichtlich, dass ich dann hier so rumwacke, wenn er besoffen ist. Lol, klappt einfach mal um. Ah. Scheiße, ich wusste, der kommt zurück. Genau im richtigen Moment runtergesprungen. Ja, warum muss ich eigentlich den Scheißjob machen? Was ist das? Stirb. Hier geht's raus. Wette, das war gerade übelste Munitionsverschwendung. Waffe. Da, 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 da. Wo muss ich jetzt lang? Sei ich mir so wie. Ich hoffe, du hast dich amüsiert. Lol. Da spielt der Depp mit so einer Fernbedienung rum. Ja dann. Interagier mal hier. Wie abgefahren. Der Scheiß ist noch cooler, als er aussieht. Na schön. Los geht's. Das Fass macht Bumm. Also um C zu schmettern, ja. Zerschießen, zerschmettern, ist doch das gleiche. Das geht natürlich gleich mit ab. Siehst du den Ausdruck auf ihren Gesichtern? Lauf, lauf! Ich bringe euch den Tod durch die Hände eines Kinderspielzeugs. Das sind halt solche Probleme. Oh,
gar nicht tot. Mach ihn tot, mach ihn weg. Geht doch. Sieht zwar nichts, aber schieß du mal. Strike. Alrighty then. Gehen wir weiter. Ja, dann stoß ihn. Machst du heute noch? Da geht doch. Ups. Ja, ja, ich weiß, wie ich heiße, danke. Ich hab mir drauf gewartet. Au. Mach ihn weg. Jurassic Park ist dagegen gar nichts hier. Lass uns mal ein Freizeitpark mit Zähnen recht geben würde, doch. Oh yeah, das könnte ich. Bin ja dabei. Wieso geht das? Hast du doch gar nichts gemacht, du Vogel. Komm schon. Oh, tschapp. Sie umgehen uns. Deck unsere Flanke. Greif an, mein Schoßtierchen. Bring Tod und Vernichtung über die Menschen. Ah, wo kommt der noch her? Da oben, oh. Vollgas! Ein Lieblingsroboter, der macht was her. Auch ich wie war von groß, aber nicht 20 Meter groß. Ich schmeiß hier eine Party rund um die Uhr. Holt euch den Roboter, wir gehen auf Metzeltour. Würdest du bitte die Schnauze halten? So gelitten. Wer baut eigentlich in einen Spielzeugroboter echte Waffen ein? Mal so nebenbei. Und der Helio am Ende. Töte ihn halt! Badabum. Was mache ich denn die ganze Zeit hier, Vogel? Hä? Als würde man einem Rentner den Lolli klauen. Alles klar. Wir müssen hier raus. Was soll ein Rentner mit Lollis? Ja, eigentlich ist ja die Folge schon wieder vorbei, aber ich habe das Gefühl, dass die Dino-Action hier nicht mehr lange vorhält. Scheiße, das klingt übel. Ah, ich glaube, ich hatte recht.
Ja, dann kann ich es ja eigentlich jetzt schon beenden. Dann mache ich hier doch einen Break. Und dann sieht man sich in der nächsten Aufnahmesession wieder zu Bulletstorm hier in Schnubbis Playground. Bis dann und bye bye.